Mahlzeit. So, jetzt geht's los. Irgendwie nimmt er diesen Ladebildschirm zwischendurch nicht auf. Heute fahre ich den Mutsuki Tier 2 bei den Japanern. Zerstörer, ohne ihn weiter kehren. Ne? Wir wissen alle Bescheid. So, mal zusehen, also, was läuft da. Also ich habe bisher mit dem jetzt heute zwei Gefechte gemacht. Das erste lief grausam. Ich glaube, ich nach 3 Minuten weg. Ohne dass ich überhaupt irgendwas getroffen hatte. Doch, na, 2 Treffer habe ich gemacht. 2 Treffer habe ich gemacht. Und eben gerade das Match lief ziemlich gut. Da habe ich 3 gekillt. 1 durch Torpedos und 2 halt einfach abgeschossen. So, Vorteil hier ist, wir haben keine U-Boote dabei. Das ist eine Farragut, die werde ich heute auch noch fahren. Irgendwie klappt es heute mit den FPS nicht so. Gestern lief es ohne Probleme, war richtig super. Also für dieses Spiel schon ziemlich gut. Aber häufig, wahrscheinlich je mehr online sind, und jetzt haben wir gerade Wochenende, desto ja, belasteter ist wohl der Server und desto schlechter sind die FPS und gleichzeitig auch der Ping. Gut, da muss ich wohl durch, hilft ja nichts. Volle Fahrt hier, ich will gleich loslegen. Irgendwas um mich herum, offensichtlich nicht. Das Schiff ist fast voll modifiziert. Ich habe nur die noch besseren Torpedos. Die habe ich noch nicht. Aber die kosten auch unheimlich viel Geld. Und mit Geld, ja, da habe ich ja schon mal erwähnt, vor ein paar Monaten. Sieht es nicht so gut aus hier. Also man muss wirklich auf jeden Fall Kills machen, weil ansonsten ist man irgendwann pleite. Und zwar relativ schnell, weil es gibt hier viele Sachen zu erforschen. Also Einzelteile, die es zum Beispiel in World of Warcraft nicht gibt, da gibt es halt so Gesamtkomponenten, ne? Halt einen speziellen Rumpf oder einen Typen und dann hat man diese und jene Sachen mit bei, halt ein besseres Sonar, ein besseres Radar, wie auch immer. Und das muss man hier einzeln erforschen. Und deshalb kann es auch mal ein bisschen knifflig werden, wenn es um Geld geht hier. So, wir haben noch kein Spotting. Eigentlich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ist es ja fast schon ein bisschen, soll man sagen, more thrilling, weil ja teilweise hier, also ich habe jetzt nur ein Match gehabt in 2 Tagen, wo 8 Spieler mit bei waren, ansonsten alles darunter eher so 3 bis 4 wie jetzt. Das macht es natürlich dann auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, aufregender auf eine gewisse Art und Weise, weil man ja nur ein Leben hat und man will am Leben bleiben. Wo sind die Jungs? Die könnten natürlich gleich jederzeit auftauchen hier. Weil ich eben gerade aufgehabt, da wurde ich beschossen und habe noch niemanden gesehen. War natürlich ein bisschen blöd. Aber da hatte ich auch weniger Modifikationen. Ich habe gerade noch 3 gekauft. Weil durch meine 3 Kills, die ich gemacht habe und so, habe ich relativ gut Punkte bekommen und wir haben gewonnen dadurch. Da waren wir auch nur zu 4 und ich habe von 4 Spielern, nee, 5 Spieler waren wir. 5 Spieler und ich habe 3 davon abgeschossen. Kann ich auch mal ein bisschen angeben jetzt hier. Offensichtlich ist hier gerade niemand zu sehen. Aber gut, wir fahren einfach mal rüber zur der gegnerischen Basis. Wenn es nicht allzu viel laufen sollte, mache ich halt einfach noch eine Runde und dann, ne? Dann wisst ihr schon Bescheid. Hier ist niemand. Und vor allem muss man sich auch umgewöhnen, wenn man das andere Spiel häufig spielt, da gewöhnt man sich an die Zeichen und hier sind die Zeichen halt anders. Also diese Peak-Symbole sind halt Zerstörer. Und das andere müsste ein Kreuzer sein, je ein Kreuzer. Ist nix. Doch, da ist einer. Da ist einer. Natürlich witzig, wie ist der so schnell dahin gekommen? Obwohl, was heißt schnell? Ich meine, er ist genauso lange unterwegs wie wir. Ich schieße einfach mal so. Ja, die Nassau bin ich auch mal gefahren. Könnt ihr euch mal angucken, das Video. Da war ich, glaube ich, der letzte Überlebende, wenn ich recht entsinne. Hab da auch gegen ein anderes Schlachtschiff gekämpft und, musste auch zusehen, dass ich am Leben bleibe. Das war, glaube ich, das Witzige. Wir sind echt nebeneinander gefahren und haben uns beschossen da. Daran kann ich mich noch erinnern. Aber gut, ich will ja auch mal was killen, also fahre ich jetzt rüber. Da er der einzige Spotting ist hier, das einzige, was wir bisher aufgedeckt haben, fahre ich natürlich mal rüber zu dem. Und das ist schon der nächste. Jetzt wird's interessant.
Oh, 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 oh. Upp. Das Blöde ist, er kann natürlich relativ schnell zurücksetzen. Das macht er auch hier. Oh, der ist schon weg. Nimmt der irgendwelche Torpedos mit? Oh, das sieht gut so aus. Muss ich nur gute 30 Sekunden warten, bis die nachgeladen sind. Gut, er hat natürlich... oh, 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 ich sehe es gerade. Ich sehe es gerade. Ich werde mal zusehen, dass ich hier weiter wegfahre. Shit, ein Böen, you motherfucker. So. Ich verliere ein bisschen Wasser, beziehungsweise ich habe Wasser zum Eindringen, also schnell reparieren. Watertight, yup, repariert. Er ist tatsächlich all meinen Torpedos ausgewichen. Das ist halt das Blöde hier, weil die Schiffe alle gleich schnell sind, also fast alle gleich schnell sind. Das ist halt ein bisschen lächerlich. Das stört mich ehrlich gesagt wirklich hier in dem Spiel. Das ist auch schon der nächste. Ich muss ja also irgendwie rumfahren. Also sie können einfach selbst die Schlachtschiffe sehr schnell zurückfahren und wieder vorfahren und das ist halt das Blöde, das stört mich hier, weil es unheimlich unrealistisch ist, aber da muss man halt mit leben, wenn man dieses Spiel spielt. Und wir haben schon gewonnen. Ich mach trotzdem noch eine Runde. Also, bis gleich. Die zweite Runde steht an, immer noch mit der Mitsuki. Mutsuki. Auch toll, dass zwischen den beiden Runden sich mein asozialer Drecksabfall, scheiß Huren, Alkoholiker, Mistnachbar entschlossen hat, ein bisschen rumzurandalieren. Also wundert euch nicht, wenn ihr irgendwelches Gebummer und Gebummer hört. Denn er schmeißt offensichtlich gerne mal seine Möbel durch die Gegend, wenn er wieder 3-8 auf dem Kessel hat. Dieses Stück Scheiße. Ja, ich war schon ein paar Mal oben bei ihm, aber er rafft ja nichts mehr. So, dann fahren wir mal los. Ach, wie gern würde ich den vertreten. Naja, bin ein ordentlicher Mensch, ne? Also, weiter geht's. So, jetzt sind wir ein bisschen mehr Spieler, wie man sieht. Wir haben 2 U-Boote als Gegner. Und haben auch selber 2 U-Boote am Start. Und ein paar Kreuzer. Und, ich werde ein bisschen langsamer fahren. Das war zu langsam. Der soll noch nicht rückwärts fahren. Also man muss aufpassen, wie oft man hier die Tasten drückt. Ich drücke 2-mal und plötzlich fährt er rückwärts. Was ist das denn? Und ich muss zusehen, dass ich in diesem Match jetzt auch ein bisschen was hinbekomme, denn ich habe gerade fast mein letztes Geld ausgegeben für eine Modifikation. Also könnte ich danach auch nicht mehr auffüllen. Die Reparaturen kosten ja nicht so viel. Ich nehme einfach ein bisschen Gas hier. So, Friendly Fire, wie man gesehen hat. Das ist doch lächerlich. Was war denn das? Komische Ausrede. Der Bruder will spielen, deswegen schießt er auf. Was war? So, ich werde als Einzelkämpfer um die Insel herumfahren. Die meisten werden wohl zusammenbleiben. Habe ich aber keine Lust drauf, denn ich denke mir, wahrscheinlich kriegt man da auch nicht wirklich viele Kills ab oder so. Das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt viele Kills abkriegen werde. Aber wahrscheinlich nicht viele Treffer abkriegen. Naja, mal gucken. Wo mein Radar funktioniert jetzt einmal frei. So, da haben wir schon den ersten. Seine Fubuki. Ich meine, okay. Da kann man natürlich auch ein bisschen was abgrasen. Auf dem Weg hin zur...
hinter der Insel. Ich werde mich ranpirschen, so gut es geht. Wir haben schon den nächsten. Das Flugzeug in der Luft. Das muss wohl von einem der Kreuzer sein. Ach nee. Wir haben noch dieses Zeichen, diese zwei Schrägstriche. Links oben, wie ihr da seht. Bedeutet, dass wir noch einen Flugzeugträger mit bei haben. Okay, Duke of York ist weg. Obwohl, es scheint noch da zu sein. Laut der Anzeige ist niemand ausgegraut, also geht man aus, dass man da ist. Oh, hier ist ein Essen. Und da ist auch der andere. Okay. Gut, das war ein Lucky Kill. Lucky Kill with no skill. Oh shit. Das sind verdammt viele Torpedos. Aber verdammt viele. Ich bekomme einen ab. Okay. Schießt er jetzt mit seinem... Der schießt ja tatsächlich auf mich. Sachen, der Typ. Nicht so clever, aber wir werden mal gucken, dass ich war. Was? Ein Treffer und ich bin weg? Was ist denn das für eine Scheiße? Er hat mich einmal getroffen. Und nicht mal mit dem Torpedo und ich bin weg. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt verstehe ich auch so ein bisschen, so blöd sich das anhört. Ich wollte ja eigentlich nicht weiter über das Spiel meckern, aber warum ich schon teilweise im Netz gelesen habe, dass das Spiel der letzte Dreck sein soll. Also da haben Leute wirklich über das Spiel Sachen gesagt, das kann man sich kaum vorstellen. Also so ungefähr wie, wer dieses Spiel heutzutage noch spielt, der muss ja geistig behindert sein, weil das ist der letzte Abfall. Und es ist absolut unrealistisch. Also wenn man World of Warships so unrealistisch hält, auch Warfunde und so, dann ist das noch unrealistischer. Ist halt wirklich so. Man darf dieses Spiel auch wirklich nicht so ernst nehmen, weil sonst flippt man einfach nur aus. Ja. So, ich glaube, ich hau mir gleich mal meinen Nachbarn auf die Fresse. Und ja, dann fahre ich erstmal, glaube ich, mit der Farragut. Weil ich könnte jetzt noch ein paar Runden hier aufnehmen. Also, was soll ich sagen? Ein paar Runden super, ein paar Runden halt nicht so gut. So läuft's halt, so ist das Spiel. Haben wir auch ein Team für... Nee, der ist abgesoffen. Der hat gar nichts umgenietet. Der eine mit dem Minus 1 ist einfach verreckt. Also er wurde nicht gekillt. Der hat irgendwas... Ich habe das auch schon mal gehabt. Wenn du niemanden killst, aber schwer getroffen wirst und einfach nicht reparierst, dann kriegst du halt ein Minus 1, als hättest du dich selbst versenkt. Keine Ahnung, warum das so ist, aber ist halt so. Gut, also mit der Farragut sehen wir uns dann dort. Viel Spaß noch. Ciao, ciao.